Hallo Minecraft-Freunde, mein Name ist CTantaLP und herzlich willkommen zur 96. Folge des Minecraft-Let's Plays. Ja, es ist nicht mehr lange hin, bis wir die 100-Folgen-Marke knacken. Ich freue mich schon. 100 Folgen, ey, das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich echt mal geben. Ach so, ja. Jetzt weiß ich wieder, da war ein kleiner Unterschied aufgetreten, weil, ja. Da hat das Ding ja noch ein bisschen rumgezickt, weil der Internet-Server noch an war bei der letzten Aufnahme. So, Ofenkartoffel. Wir sind hier in der Mine. Ich hoffe mal, ich weiß auch noch, was rausgeht. Und wir wollten uns hier um die Lore kümmern. Melonenkerne, Kürbiskerne. So, nehmen wir einfach mal alles mit. Brot kann auch nicht schaden. Holz brauchen wir auch mal wieder. Das machen wir mal so rum. Die Dinger da tun wir mal dahin. Wieso ist der Bogen eigentlich so komisch unterlegt? Achso, das ist für. Wenn verzauberte Waffen, dann sind die so komisch farblich unterlegt. Das nehmen wir uns einfach mit. Die Schiene können wir auch mal mitnehmen. Das Holz hier, wo können wir mal mitnehmen? So, das Holz nehmen wir auch mal mit. Ich verstehe nicht, warum das mal quer durch die Gegend hupst. So, dann nochmal das da weg und dann nochmal. Also irgendwas scheint hier an der Physik etwas buggy zu sein. Moment mal halt. Ne, das ist keine richtig neue Version, sondern das meint er nur, da wäre es irgendwas Neues. Keine Ahnung. Na egal. Sodele, dann hacken wir hier mal das Holz weg. Und ich sag euch ehrlich, ich freue mich schon auf Folge 100. Das wird sicher interessant. Juhu, ein Zombie in der Nähe. Sag jetzt mal nix. Ja, das ist eigentlich auch viel, viel logischer, wenn das da oben drauf liegen bleibt. Na egal. So, haben wir jetzt alles Holz eingesackt. Jo, passt schon. So, die Zäune, die lassen wir einfach mal hier, weil das ist ja doof, wenn wir die halt mitnehmen. So, das bauen wir auch mal ab. Oh, hier haben wir gerade ein Lag gehabt. So, und hier in die Mitte setzen wir einfach einen Kobbel, damit wir wissen, dass wir da schon waren. Ja, von da unten kommen wir. So, das lassen wir jetzt aber gerade mal. Da waren wir auch unterwegs. Ach so, das war die Höhle da. Und hier, also war nix, okay. Dann nehmen wir auch mal hier das Holz mit. So, dann haben wir hier mal auch das Holz weg. Das Holz hier könnte man eigentlich auch gleich mal mitnehmen. So, da unten haben wir Eisen übersehen, oder was? Habe ich es absichtlich nicht mitgenommen, oder habe ich es einfach übersehen?
Ich tippe auf Zweiteres. Dann hacken wir jetzt hier mal ganz gemütlich das ganze Zeug hier weg und nehmen das Ganze dann anschließend wieder mit. Nehmen wir einfach mal alles mit hier und dann, das ist auch alles weg. So, dann warum bin ich hier zwei Setzlinge im Inventar? Ich weiß es nicht. Eine Kiste, also Kisten können ja nicht schaden. Eine Kiste dabei zu haben ist immer gut. So, dann hacken wir hier mal den ganzen Material oben weg. So, Minen sind nämlich immer exzellente Holzlieferanten. So, haben wir das jetzt eingesteckt oder ist es wieder irgendwo rumgesprungen? Ich weiß es nicht. Aber das macht es meistens das Holz hier, also das springt dann irgendwo, was weiß ich, wohin. So, das nehmen wir auch noch mit. Ah, dahin. So. Haben wir das jetzt alles dabei oder nicht? So. Das ist eigentlich, glaube ich, auch abgegrast, so mehr oder weniger. Jetzt müssen wir hier nur noch hier. Räumen wir hier das ganze Holz auch mal weg. Halt auch um zu vermeiden, dass wir irgendwelche bösen Überraschungen erleben, wenn wir hier um die Ecke kommen. Mal, wenn man da hochguckt. Ja, dann sieht man da oben das Holz. Das lasse ich mal, damit man das erkennen kann, dass wir hier eine Mine haben. Da unten war ich, glaube ich. Ach, hallo, Herr Klapperfritze. Da haben wir doch tatsächlich einen Klapperfritzen, der sich da gerade etwas in den Boden reinglitscht. Ach so, da. Alter Scheiße, da oben ist ja offen. Und ich habe mich gewundert, warum. Wo der Klapperfritz jetzt herkommt. So, dann machen wir da mal so eins hin und dann kloppen wir den Dingens da mal weg und leuchten das mal kurz aus. Da ist nix, da ist nur ein Haufen Eisen, das wir eigentlich auch mal mitnehmen könnten. Eisen kann man ja schließlich immer mal gebrauchen. Das Eisen, Popeisen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Da oben geht vor allem die Mine weiter. Alter, wie krass ist das denn? Alter, wie krass ist das denn? ist das eine weitere Mine? Waren wir da schon? Kann durchaus sein. Da waren wir definitiv noch nicht. Und da hat es einfach ein ordentliches Kiesvorkommen in die Mine generiert. Naja. Oh, noch ein Chested Minecart. Upsa. Ah. Ups, na gut, dass der sich in den Boden reingeglitscht hatte. ich will da Dings setzen. So. Okay. Ja, das kann man ja mal mitnehmen. So, das nehmen wir mal mit. Uiuiui, also hier geht's ja wirklich. Also das ist. Können wir eine Erlebnismine draus machen. Alter Scheiße, da unten geht's auch noch weiter.
Aber ich baue das hier jetzt erstmal zu. Ich will nämlich nicht, dass ich da runterfall. So wie ich mich kenne, würde ich da wahrscheinlich eiskalt runtersegeln, wenn ich da jetzt nicht zumache. Kennt ihr sicher auch. Aha, da ist etwas Chaos bei der Generierung. Ach so, das ist eine... Alter, was ist das? Eine unterirdische Höhle oder was? Da wächst sogar Gras, Alter, wie geil. Eieieiei. So, dann... Ich hoffe mal, wir finden ja auch wieder raus. Was ja angesichts dieses Chaoses hier nicht zwangsläufig selbstverständlich ist. So, dann hier. Wir hacken den Weg frei. Das war dann die Bergarbeiterbank wahrscheinlich. So, dann machen wir mal hier Licht. Noch mehr Mine. Alter, was ist das hier für eine krasse Scheiße, ey. Also die Mine hier müssen wir uns definitiv merken. Da könnten wir noch was draus machen. Erlebnismine oder sowas. Ach, hallo, Herr Klapperfritze. Uiuiui. Halt. Ich habe das Gefühl, die glitschen heute etwas rum, die Herren. Und Fackeln haben wir keine mehr. Ich hoffe mal, wir sind hier sicher. Und dann... Was ich allerdings leicht... Wo mir allerdings gerade leichte Zweifel kommen. Ups. Da reicht die Kohle nicht mehr für 64 Fackeln. Licht. Und wie viel Durability hat das Ding noch? 4. Upala, das wird eng. Durability 0. Ups. Ja, das sollte schneller gehen. So, ich würde mal sagen, wir erkunden hier die Ecke ein wenig. Alter, noch eine Kiste, ey. Kinder, ich werde nicht mehr. Das ist nur so ein bisschen Höhle, was da ist. Noch mehr Mine. Also ein bisschen Mine ist ja schön, aber man soll es mit Mine und so nicht übertreiben. So, das machen wir mal noch da. Machen wir mal noch die Stöckchen leer. Ist das jetzt die nächste Treppe in die nächste Mine oder was? Klapperfritzen. Okay. Ja, ich glaube, ich baue mal hier erst die Kohle ab.
Cholera sozusagen. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja Haltbarkeit und Schärfe. Naja. Ein wenig Kohle kann nicht schaden und ein wenig Essen auch nicht. So. Hungerleiste wieder voll. Hoffen wir mal, das reicht etwas. Alter Schnauze. Huiuiuiui. So, haben wir da. Wieso haben wir zwei Endeside im Inventar? Den will ich doch gar nicht. Der ist zwar schön, aber ich brauche den jetzt nicht unbedingt. So, dann hacken wir hier mal noch die Kohle aus der Wand. Uiuiuiui, eieiei. Also, ich bin total happy, wenn ich aus der Höhle nochmal rauskomme. Also, da bin ich ganz ehrlich, ich würde mich freuen, aus der Höhle nochmal irgendwann rauszukommen. Wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist.